Herzlich willkommen zu unserer Roomtour im Wohnwaggon Clara. Die Clara ist das Modell, das sich mein Mann und ich nach über 160 Wohnwaggon-Projekten für uns privat und unsere Familie geplant haben. Und heute darf ich euch ein bisschen was davon zeigen, welche Besonderheiten wir uns hier überlegt haben, wie die Räume so aufgeteilt sind und euch mitnehmen durch unser Zuhause, wie es mal werden wird. Aktuell steht es noch auf unserem Firmengelände als Schauraum, weil wir eben noch kurz auf die Baugenehmigung warten. Dauert aber nicht mehr lang und man sieht eben schon alles, was wir uns hier überlegt haben und welche Konzepte dahinter stecken aus 10 Jahren Wohnwaggon-Geschichte. Vielleicht mal zum Grundsätzlichen. Unsere Clara besteht aus zwei Modulen, also Massivholzmodule, wie wir sie seit Wohnwaggon, seit vielen Jahren bauen bei Wohnwaggon, die dann eben kombiniert werden. Zusammengestellt hat die Clara dann 50 Quadratmeter Bruttofläche und kann auch noch erweitert werden, aber dazu später mehr. Ihr steht gerade im Eingangsbereich. Das war uns besonders wichtig, weil wir einfach sehr gern draußen sind, viel in der Natur und dann entsprechend mit vielen Jacken, Mänteln, Schuhen ankommen. Und da gibt es eben im Eingangsbereich schon mal einen Platz für einen deckenhohen Schrank und ein Schuhkästchen. Aktuell noch nicht eingebaut, aber hier kann man eben gemütlich ankommen und dann geht es weiter in den Wohnbereich. Ja, hier haben wir unsere Couch und richtig gemütlich Platz zum Wohnen, entspannen und gemeinsam sein. Die Couch haben wir selbst gebaut aus Resten, die in der Massivholzproduktion anfallen. Wenn man sich die Türausschnitte und die Fensterausschnitte genau anschaut, ergeben sie eben genau solche Elemente, die übrig bleiben, die ausgeschnitten werden beim Rohbau. Und daraus kann man wieder wunderbar Möbel bauen. Sehr, sehr einfache Konstruktion, also auch im Selbstbau gut möglich für Nicht-Spezialhandwerker wie mein Mann und ich. Ja, die Couch kann man von zwei Seiten nutzen. Also es war uns wichtig, dass wir quasi beide gemütlich lesen können und einen Blick haben nach draußen und ins knisternde Feuer. Den Ofen zeige ich euch dann gleich noch. Und ja, hier ist natürlich auch Platz für mögliche Gäste, wenn mal wer übernachten möchte. Es ist eine gemütliche Matratze und man kann da eben auch schlafen und ja, sich wunderbar entspannen. Im Anschluss haben wir dann unseren Schreibtisch. Der ist auch aus diesen Resten der CLD-Platten gebaut, ganz, ganz simpel und reduziert. Also bei uns gibt es kein großartiges Homeoffice, aber ein bisschen Platz zum Arbeiten ist immer gut. Und hier ist auch noch dann die Möglichkeit, dass eventuelle Bildschirme oder Computer nach getaner Arbeit hinter dem Kästchen verschwinden, sodass man dann eben nichts mehr sieht von der Arbeit, wenn es erledigt und geschafft ist. Zur Inspiration natürlich Blick nach draußen. Und da ist eben auch schon ein bisschen Stauraum mitgedacht. Also das ist gerade im Tiny House oder bei kleinem Wohnen einfach super wichtig, sich die Stauraummöglichkeiten gut zu überlegen, sodass man weiß, okay, ich möchte hier zum Beispiel Ordner verstauen und habe dann genau den Platz, den ich brauche, damit ich alles Material gut untergebracht habe. Daneben gibt es eben Bücherregal und Platz für die Yogamatte, die im Alltag viel im Einsatz ist. Genau. Das sind jetzt auch sehr einfach gebaute Möbel. Weiter geht's in unseren Multifunktionswohnraum, der jetzt mal als Essbereich eingerichtet ist. Also ihr seht es ganz simpel, hier steht einfach mal ein Esstisch für uns. Da haben wir jetzt mal einen Gebrauchten drinnen stehen. Das könnte jetzt auch was Ausziehbares oder Klappbares sein, wenn man den Platz optimieren will. Für uns reicht es jetzt aber mal so. Der Gedanke bei dem Raum ist, dass er sehr vielseitig genutzt werden kann, je nachdem, wie sich die Wohnbedürfnisse gerade entwickeln. Je nachdem eben zum Beispiel auch, wie groß Kinder sind, könnte man hier abtrennen und es ist Platz für ein Stockbett auf der rechten Seite. Na, dann hat man eben hier nochmal einen ganzen eigenen Raum und kann den Essbereich davor setzen. Sollten die Kinder mehr oder noch größer werden, gibt es dann noch die Erweiterungsmöglichkeit 2. Bei der Clara ist es nämlich tatsächlich so, dass ihr die Module trennen könnt und in der Mitte ein zusätzliches Modul mit zwei Schlafzimmern dazustellen könnt. Eine super charmante Möglichkeit, wenn man noch nicht weiß, wie werde ich mir auf kleinem Raum als Familie tun. Wir haben da auch noch keine Erfahrung damit. Viele von unseren Kunden schaffen es wunderbar, auf 40, 50, 60 Quadratmeter auch als Familie zu wohnen. Wenn der Platz zu wenig wird, kann man eben in der Clara ein Modul dazustellen und entsprechend erweitern. Ja, was man da hinten auch schön sieht, ist unser Lehmputz. Also natürlich, also bei Wohnwaggon ist seit 10 Jahren ganz selbstverständlicher Teil von allen Projekten, die wir bauen. Naturbaustoffe und eben bei uns da jetzt die grüne Lehmputzwand, die Massivholzwände, die Baustoffe, wenn man reingeht und man spürt sofort, man riecht, es ist einfach ein wunderbares Raumklima.
Ja, damit geht es weiter in die Küche. Und bei der Küche war uns eben wichtig, dass sie richtig schön mit dem Wohnraum verbunden ist. Also wir kochen beide sehr, sehr gern und verbringen da viel Zeit. Und es ist einfach schön, wenn man jetzt in der Küche arbeitet, kommunizieren zu können. Also man sieht in den Wohnbereich rüber, man sieht zum Essbereich, wenn Gäste schon da sind, wenn Kinder wo spielen. Man ist einfach Teil vom Raum und interagiert da miteinander. Drum eben diese Kücheninsel. Das nächste Schmuckstück, das ich euch vorstellen möchte, ist unser Holzofen. Wir haben eine sehr simple Heizung in der Clara. Die Clara ist richtig gut gedämmt. Also wir haben über die letzten 10 Jahre in der Wohnwaggon-Geschichte die Gebäudehülle immer weiter verbessert, optimiert, geschaut, dass da möglichst wenig Wärme nach draußen verloren geht. Also wir brauchen dank dieser Optimierung und einer guten Solararchitektur sehr, sehr wenig Heizenergie, um das Gebäude auf einer angenehmen Temperatur zu halten. Über die Jahre, also die Erfahrung von unseren Kunden zeigt es so 1,5 Festmeter Holz, das war's. Damit hast du es einfach das ganze Jahr warm. Das heißt, die Heiztechnik, die wir einsetzen, kann entsprechend simpel sein, weil selbst für richtig kalte Wintertage, und in Gutenstein wird es im Winter schon ordentlich kalt, heißt es einmal am Tag einheizen, vielleicht einmal nachlegen und das war es dann auch schon. Mehr darf man gar nicht Feuer machen, sonst wird es eine Sauna. Und wir haben hier wirklich einen ganz simplen Holzofen, aber ein bisschen die Mercedes-Version davon, für uns jetzt gewählt. Da gibt es verschiedene Modelle, die man sich aussuchen kann. Bei uns ist es das Modell mit Pelletsfunktion von Loberger. Ich kann hier mein Stück Holzfeuer machen, also ganz klassisch, wie ihr es vom Holzofen von der Oma kennt. Ich mache einfach mit meinen Holzscheiten ein Feuer. Weil es ein Kochofen ist von Loberger, kann ich dann oben auch kochen und habe sogar ein Backrohr mit dabei. Aber es gibt noch so eine Komfortfunktion, die einfach viele zusätzliche Möglichkeiten schafft, nämlich ein Pelletsmodul. Und in diesem Pelletsmodul kann man eben einen Sack Pellets einfüllen und dann das bereits vorbereitete Holzfeuer automatisch starten. Das ist eben die Funktion, die wir uns gewünscht haben, sodass ich in der Früh, bevor ich aus dem Haus gehe, lege ich ein paar Holzscheite rein, stelle den Timer auf 16 Uhr und um 17 Uhr, wenn man heimkommt, knistert bereits das Holzfeuer. Also die Pelletsfunktion wird in dem Fall eigentlich nur genutzt, um das Holzfeuer zu entzünden. Ich kann natürlich auch rein mit Pellets heizen, wenn ich möchte, aber für uns war es vor allem dieser Komfortgedanke, vorheizen zu können und auch dann dieses bisschen längere Anzünden, das man halt normalerweise hat, nicht machen zu müssen, beziehungsweise auch die Tür nicht öffnen zu müssen, sodass gar kein Rauch im Raum ist. Die Pelletsfunktion ist optional, kann man eben genauso auch weglassen. Also wie gesagt, da gibt es eben auch andere Ofenmodelle. Jetzt habt ihr unsere Selbstbaumöbel schon gesehen. Wir haben auch deswegen einige Möbel im Selbstbau gemacht, damit genug Budget übrig bleibt, um bei der Küche richtig zu klotzen, weil uns das einfach ein ganz wichtiger Raum ist. Und hier in der Küche haben wir uns vom Tischler eben die anfertigen lassen, so dass eben wirklich alle Bereiche optimal ausgeführt sind, alles aus Vollholz, eine Steinarbeitsplatte auf der rechten Seite, bei der Spüle, fingergezinkte Holzladen, also einfach richtig fein verarbeitet. Steinplatte war mir wichtig, weil wir einfach oft mit viel Wildkräutern, viel Gemüse, viel vom Feld von Erich und Veronika heimkommen und dann entsprechend viel Gatsch und viel zu waschen ist. Und da ist natürlich die Steinarbeitsplatte ein bisschen stabiler als die Holzarbeitsplatte, auch wenn Eiche natürlich das auch gut aushält an sich. Und wir haben eben beides, also wir haben hier die Eichenarbeitsplatte, wie wir sie ganz typisch und oft in den Wohnwaggons ausführen, und gegenüberliegend Stein. Ja, nachdem wir auf dem Holzofen kochen können, haben wir dann gesagt, es reichen uns eigentlich 2 Flammen für quasi den Sommer. Da kommen wir eigentlich immer mit 2 Töpfen ganz gut aus. Es wäre aber auch Platz für mehr. So für den Küchenkomfort, für die Vielkocher gibt es noch eine Geschirrspülmaschine natürlich mit dabei. Und was ich mir noch gewünscht habe, war ein Elektrobackofen, weil ich eben sehr, sehr gern koche und backe. Das heißt auch eigenes Brot, eigener Germkugelhupf und so weiter. Und gerade bei Backsachen, die einfach eine gewisse Temperatur über einen genauen Zeitraum brauchen, ist der Holzofen einfach ein bisschen schwieriger zu steuern. Meine Oma hatte das genau heraus, aber ich bin noch am Üben. Genau, hier gibt es noch einen Kühlschrank mit Gefrierfach. Es gibt hier auch die Möglichkeit, wer mehr
Kühlfächer und Gefrierfächer braucht, könnte man das Ganze noch größer machen. Für uns reicht es wunderbar. Genau, und dann hier einfach noch Stauraum in rauen Mengen. Ja, das war die Küche und jetzt geht's weiter ins Badezimmer. Ja, im Bad ist es ganz klassisch unser Wohnwagondesign, das sich sehr bewährt hat. In der Clara mit einer eckigen Dusche. Wir wollten das so ein bisschen alltagspraktikabel haben mit einer fertigen Duschtasse, mit großen Fliesen und wenig Fugen, damit da wenig zu putzen ist. Wir haben uns bei den Fliesen jetzt einfach für so eine Solnhofer Marmor-Optik entschieden und einen Waschtisch dann für ein Travertin. Lässt sich aber in verschiedensten Farben und Ausführungen wählen, je nachdem, was euch gefällt. Zwischen Küche und Bad befindet sich dann noch unser Technikraum. Also hier dazwischen versteckt sich alles, was wir an autarker Haustechnik brauchen für die Clara. Da ist natürlich auch in bekannter Wohnwagon-Manier das Gebäude autark versorgt, sodass wir möglichst keine Fixkosten haben. Und hier drinnen befindet sich dann der Wechselrichter, Laderegler, Batterien, also alles, was wir für die eigene Stromproduktion eben brauchen. Und der Sicherungskasten. Ja, die Toilette ist bei uns jetzt eine Biotoilette. Wer mich kennt, weiß, dass ich mich seit 10 Jahren sehr dafür einsetze, dass wir wassersparende und ressourcenschonende Toilettenmodelle verwenden. Es ist aber genauso auch möglich, hier eine Spültoilette einzubauen. Das ist einfach immer nach Kundenwunsch, dann wird das entsprechend ausgewählt. Bei uns ist es eine Trockentrenntoilette, die eben ohne Spülung auskommt und kompostiert. Funktioniert eben so. Ich erkläre es nochmal. Urin wird vorne gesammelt, der flüssige Teil, die Feststoffe landen im hinteren Bereich und werden kompostiert. Dadurch spart man pro Person und Jahr um die 13.000 Liter Trinkwasser, das nicht den Kanal runtergeht, und gewinnt die wertvollen Nährstoffe zurück, die eben durch unsere Nahrung ausgeschieden werden. Hinter der Tür befindet sich dann noch Platz für die Waschmaschine und den Boiler, also da ist noch so ein bisschen ein Hauswirtschaftsraumbereich, wo ich eben Wäsche versorgen kann, wo ich noch ein bisschen Stauraum habe und der Boiler fürs Warmwasser platziert ist. Der ist eben auch versorgt dann über die Photovoltaikanlage und zu 80% autark. Ja, was ihr noch nicht gesehen habt, ist unser Schlafzimmer. Da. Ja, im Schlafzimmer war uns wichtig, dass es einen getrennten Raum gibt, wo man eben die Türe zumachen kann und wirklich eine gewisse Privatsphäre hat und auch getrennte Tagesrhythmen gut funktionieren. Wir haben im Schlafzimmer nichts außer ein Bett und einen Schrank, also ganz simpel und reduziert gehalten. Die Clara ist so konzipiert, dass man flexibel die Größe vom Schlafzimmer wählen kann. Ich kann hier auch ein bisschen mehr Platz schaffen, wenn ich da mehr Bewegungsraum oder größeres Bett brauche. Für uns reicht es wunderbar. Vielleicht noch ein Hinweis zum Bett, gerade bei kleinen Räumen. Wir haben jetzt hier das Bett auch selbst gebaut in einer einfachen Konstruktion, wo die Matratze ein bisschen über den Lattenrost drüber steht. Und das ist eben deswegen wichtig, weil man in kleinen Räumen auch die Wege immer mitdenken muss und eben schaut, dass ich, wenn ich da vorbeigehe, nicht am Bettrahmen anstoße und immer blaue Schienbeine habe, sondern da gut durchkomme. Genau, dahinter eben noch der Kleiderschrank. Ja, und das war es auch schon wieder mit der Roomtour. Hinter mir seht ihr jetzt eben quasi noch den Eingangsbereich, der noch nicht ganz fertig eingerichtet ist, um da nochmal einen Eindruck zu bekommen. Ja, ich hoffe, ihr habt einen Eindruck bekommen, wie die Clara so aufgebaut ist, wie sie strukturiert ist. Und ich freue mich total, dass aus der Idee, die da Max und ich so für unser privates Zuhause geschaffen haben, mittlerweile so viele Kundenprojekte auch werden durften. Also es sind mittlerweile über 10 Clara ist einfach auch schon von Kunden von uns geplant und umgesetzt und gebaut und entwickeln sich auch weiter mit etwas längeren Modulen, mit eben erweiterten Modulen. Also da ist noch ganz viel möglich, auch so was die Außengestaltung rundherum betrifft. Und ich freue mich da einfach, dass so aus unserem ersten Gedanken jetzt mittlerweile eine ganze Community geworden ist, die da an dem Gedanken weiterdenkt. Ja, dann hat mich sehr gefreut, euch eine Runde rumzuführen, und ich schicke euch ganz herzliche Grüße. Bis bald.